Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby 2. Und zwar jetzt geht's auf Hügel 493. Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Und auf geht's. Dog 1-6 mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Packen! Sofort! Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Hallo. Unfassbar. Ich heilen muss. Hallo. Nee, das kann nicht sein. Wo ist Turner? Wo ist Turner? Hallo. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Ach, scheiße. Pearson, was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant. Daniels, sag, wenn du bereit bist. Möge mal
Panik irgendwie hier so. Den Kopf runter und los! Das ist deine Chance! Ist so anstrengend. Den Kopf runter und los! Daniels, du bist in dem D-Bunker zerstört! Vorrück! Los! Weg und Feuer! Jetzt, Parker! Rücke vor! Auf die Deckung! Parker, vorrücken! Parker wurde getroffen! Daniels, holen Sie die Ladung und bringen Sie es zu Ende! Okay, drauf Deckung! Ich hole mir die Ladung! Ich hab sie! Ich versuch's! Drauf Deckungsfeuer! Hab ihn erwischt! Scheiße! Wie schießen die auch nicht auf den, Alter? Kann ich einfach... Probier es mal Parker zu halten. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Werfe eine Rauchgranate! MG-Feuer gestört! Los! Rauch und Deckung! Daniel, Sie müssen den MG-Bunker zerstören! Bunkerfeuer unterdrückt! Kann ich sicher vorrücken! Packer, vorrücken! MG-Feuer gestört! Kann ich sicher vorrücken! Werfe Granate! Du mich heilig verarschen, ey. Noch mal so. Den Kopf runter und los! Dass er geht weiter unter Druck setzt! Hab ich Kabel. Los! Deckungsfeuer! Los! Dann geh unter Druck! Das ist deine Chance! Ich versuch's! Rauchdeckungsfeuer! Werfe Rauchgranate! Legen Sie die Ladung am Bunker an! Davon! Wäre bereit machen! Ladung platziert zurück! Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten Dazu sollen. War keine Zeit. Was ist mit den das Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Hä? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph.
Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer! Unsere Männer! Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Ein Moment. Ich hab Granaten und Rauch. Irgendwelche, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du da? Bitte gerne welche. Bereit, wenn du es bist. Hier sind sie. Danke sehr. Auch sind doch nützlicher als gedacht. Hallo. What? Ich hab's noch nicht mal gesehen, was passiert ist. Ich brauch Maschinengewehr wieder. Als Zweitwaffe. Oh, Schrot würde auch gehen, Alter. Woodfinder. Ja. Termit. Alter, was frisst der? Ein Offizier. Warte, immer hier. Immer mit Ruhe, was haben wir hier schön? Nichts. Ja, den machen wir auf. Unsere? Rückt ihr bereits sicher, bevor wir die 150er angreifen? Mag ich Schrufe nicht, ey. Irgendeiner hier. Feinde hinter dem Geschütz. Markier mir doch das Geschütz. Feinde ausgeschaltet. Die letzten Kanonen ausschalten. Okay. Ach, lang gemütlich. Hier ist keine Patrone drin. Okay.
Wohin? Hallo, heilen. Warum heilt der nicht? Drück drauf und der heilt nicht. Ich kann mich nur um einen Gegner kümmern. Der hat allerdings gespeichert. Und da. Halt eine Nahkampfwaffe, ne? Zündet ihr zweimal die Granate, komischerweise. Ein bisschen Leben habe ich, so. Was haben wir? N? Was? Was machen die anderen? Nichts. Ohne Witz, ey. Ich sag, ich kann nicht alles machen. Ey, egal wo du bist, es ist... Ich war hier. Ich war doch gerade jetzt um. Sechs. Denn okay, die kriegen mich, wo ich mir denke,
ist denn hier der... Egal wo ich im Kram bin. Ist es schon. Egal wo. Dann fang... Nein. Ich kaufe so einen... Hey. Muss er noch nachladen. Ja. Also, langsam wird's kacke. Es kann doch nicht sein. Ich spring hier rein. Hol mir jetzt... keine Ahnung, eine Zweitwaffe. Böse auch. Werde ich schon wieder getroffen, weil nur Assis hier unterwegs sind. Ja, also. Was machen denn die? Die sind doch alle bei mir. Da. Den krieg ich nicht. Mit der Pissmuni, Alter. Siehst du, ich werde schon wieder... Ich werde schon wieder von irgendwo gehittet, Alter. Von hinten? Alter. Was machen die ganzen Leute? Was macht mein Team? Das ist ja wie ein richtig... Das ist ja wie ein Multiplayer, ey. Ich kann mich auch nicht overboosten irgendwie. Kann nur maximal ein paar Rauch werfen. Werfe eine Rauchgranate! Werfe eine Rauchgranate! Scheiße! Gucken die alle anderen hin, Alter? Es gibt gefühlt keine Stelle, wo ich in Sicherheit bin. So. Leben. Wechseln. Andere Waffe. Auffüllen. Rauch. 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 Gut. Es ist... Es wird nicht weniger, ist das Ding. Es wird einfach nicht weniger. Gib mir die Feine. Nein, ich will piercen. Wir haben mehr als genug. Sergeant, ich brauche Ihre Position. Markier mir die. Ohne Witz. Was stimmt hier nicht? Der Panzer
Ich komme hier auch nicht weiter, ist das Ding ja. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg. Kann. Geht noch. Alter, das war schon. Ja, dann schmeiß, mach irgendwas. Ich weiß ja nicht, wie ich hier. Und wie viel der aushält. Gib mir bitte nochmal. Wett? Nein. Nein. Ja. Ja, was soll ich denn noch machen, da? Ja, hier schon mehr als. Weil. Was soll ich denn noch alles machen? Ist doch nicht so, dass ich hier jetzt alles schon. Hier zurück. Durch. So. Alter, die treffen mich ja auch wie keine Ahnung was, ey. Hier mal ein paar Funny-Kästen. Noch auf N ist, Alter, ist ja. Ja, also. Mini entweder Focus Team all mich auf einmal. Also, es kann niemals sein, dass einer so viel Schaden macht. Und ich noch nicht mal ansatzweise mit einer Strohfliege so viel Schaden machen kann. Okay, noch ein Versuch. Denn diesmal schmeiß ich mal direkt drauf. Auch hier ein bisschen Deckung. Aber ich würde auch. Blink. Geht schon wieder nicht. Muss ich wieder heilen. Wir sind jetzt da am Arsch der Welt, oder? Die schießen schon auf mich, obwohl ich mich gar nicht sehen.
Kann nicht sein, dass ich jetzt meine ganzen Medipacks tausendmal verschwinde. Auch keine Muni mehr. Gut. Nee, da hinten schon wieder rum. Gib mir mal. Ja, schon mal. Das kann nicht sein. Also. Heile mich konstant. Und jetzt auf mich schießt, gibt's Ärger, Alter. Besser. Wenn ich jetzt eingekesselt bin, blinkt doppelt am Arsch. Kann wirklich nichts machen. Nichts mehr. Kein Leben mehr. Ich bin aber von am Arsch. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Schweine! Scheiße! Turner! Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab es nicht! Lass mich zurück! Ich hab sie! Bells. Lieutenant! Sie müssen die Jungs wegbringen. Nein, wir schaffen das. Ja, Sie müssen weg hier. Nein, wir lassen Sie nicht zurück. Ich nicht auf, ich wehre Sie ab. Sie müssen gehen. Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Let's go!
Sergeant! Los! Na los! Los, ich sag zurück zu! Das ist ein Befehl, Junge! Geh! Der arme Turner. So, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Eieiei. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. Das passiert halt in Krieg, leider Gottes. Das ist jetzt was von der Folge. Mal wieder angedauert. Game. Bis uns nächste. Haut rein. Tschö. Mit Uhr.